Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns wieder mal mit dem Zugang von oder auf Netze oder das Internet generell auseinandersetzen. Und ja, heute gucken wir uns das einfachste Szenario an, und zwar den physischen, also das physische Kabel wirklich. Das heißt, wir sind mit dem Kabel verbunden, und zwar wir mit unserem Network Access Server. So, großes Plus ist natürlich hier, wir gehen davon aus, dass niemand Zugriff auf unser Kabel hat. Das bedeutet, sagen wir mal, mein Rechner hängt per Kabel an meinem Router. Das bedeutet, ich weiß, dass hier, wenn jemand meinen Traffic mitlesen kann, dass er sich dann wirklich, oder dass er dann im Prinzip in meine Wohnung einbrechen muss. Und das ist natürlich was, was deutlich schlimmer ist, als einfach nur bei mir sozusagen einmal den Traffic mitzulesen. Das heißt, ja, wir gehen davon aus, dass unsere Leitung hier erstmal sicher ist. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach so, wir verbinden uns mit unserem Router. Nein, also sagen wir mal, das ist ein Szenario. Aber viele von euch werden sich wahrscheinlich mit Wi-Fi verbinden und deswegen vielleicht dieses Thema eher nicht so spannend finden. Wichtig ist aber trotzdem, euer Router kann auch Client sein. Und zwar, wenn ihr euch bei eurem Internet Service Provider einloggt, dann möchte der Router natürlich von eurem Internet Service Provider Internetzugriff haben. Das heißt, euer Router ist der Client und der Network Access Server wird von eurem ISP gestellt, also eurem Internet Service Provider. Das bedeutet, es hat sich quasi komplett umgekehrt. Ihr müsst euch bei eurem Router authentifizieren und euer Router muss sich bei Unity Media oder Telekom oder whatever authentifizieren, damit er Internet bekommt. Und das ist natürlich gar nicht mal so ohne. Da ist aber tatsächlich immer Kabel unterwegs. Also da wird eigentlich nie irgendwie Wi-Fi oder sonst irgendwas benutzt. Und das ist natürlich dann trotzdem, man geht davon aus, dass niemand auf diese Leitung Zugriff hat, was natürlich da schon ein bisschen kritischer wird, denn ja, irgendwie haben halt schon Leute Zugriff auf diese Leitung. Sagen wir mal, irgendjemand bricht diesen Kasten auf und hört da einfach den Traffic mit. Kommt vor. In Amerika ist es sogar noch ein bisschen krasser, da hängen die Leitungen nicht unter der Erde, sondern sie hängen tatsächlich überirdisch an irgendwelchen Pfosten, so wie bei uns die Stromleitung. Und das heißt, da kann man mehr oder weniger leicht drankommen und den Traffic mitlesen. Und das ist dann natürlich schon übel, aber man geht trotzdem einfach davon aus, dass es hier keinen Dolefiao-Angreifer gibt, sondern dass wir hier mehr oder weniger sicher sind. Das bedeutet, wir gehen davon aus, niemand kann diesen Traffic mitlesen und niemand kann ihn verändern. Niemand kann ihn überhaupt nur irgendwie in die Finger bekommen, weil er keinen physischen Zugriff hat. Ja, und das ist sozusagen das Grundkonzept. Das heißt, wir übertragen hier unsere ganzen Daten eigentlich komplett unverschlüsselt. Kann man natürlich trotzdem auf eine gewisse Weise sicher gestalten, und zwar indem man hier einfach sagt, okay, ich möchte hier erstmal EAP verwenden, und das mache ich mittels, erstmal wird das Modul ausgehandelt, mit dem ich mich authentifizieren möchte. Das heißt zum Beispiel PAP und CHAP, kann ich beides machen, natürlich, oder ich kann SKI und CHAP benutzen oder whatever, und dann natürlich EAP Request vom Network Access Server und von euch die Response. Ja, und dann seid ihr eigentlich authentifiziert. Und wichtig, wie gesagt, war, dass wir hier weder abhören können, also keiner kann hier abhören und keiner hat physischen Zugriff. Denn ansonsten wäre zum Beispiel PAP mega unsicher, weil wir verschlüsseln hier nicht. Das heißt, das Passwort würde im Klartext übertragen werden. So, jetzt bin ich hier natürlich noch nicht komplett fertig. Ich will euch noch ein paar Ansatzpunkte geben, wie das Ganze tatsächlich dann innen drin aufgebaut ist. Und zwar mittels dem Point-to-Point-Protokoll. Das heißt PPP normalerweise. Und in dem Fall wird PPP over Ethernet eingesetzt. Das heißt, man packt einfach eine PPP-Dateneinheit in Ethernet rein und die wird dann eben verschickt. Also nur so, dass ihr grob wisst, wie diese Dateneinheiten auch aufgebaut sind. Ist nicht wirklich wichtig jetzt. Ich wollte euch nur vielleicht einen Anhaltspunkt geben, damit ihr das mit der Netzwerktechnik-Serie auch irgendwie in Einklang bringen könnt. Das heißt, hier wird PPP benutzt und direkt in ein Ethernet-Paket eingebastelt. Und Schicht 2 wird natürlich als erstes aufgebaut, vor dieser ganzen ERP-Negotiation oder sonst irgendwas. Und das ist es eigentlich auch tatsächlich schon. Das war relativ simpel jetzt, klar, aber wir gehen halt auch davon aus, dass es sozusagen keinen Angreifer gibt. Das heißt, wir müssen uns nur richtig einloggen, und das haben wir ja schon geklärt, wie EAP funktioniert. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder. Nächstes Mal geht's mit ein bisschen was Schwierigerem weiter, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!